Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich heute Abend hier im Friedrich-Ebert-Haus begrüßen. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der Andrang so groß ist und wir so eng sitzen, dass Sie, wenn Sie sitzen, die Maske aufbehalten müssen. Das tut mir leid. Ist so. Deswegen freut sich der Referent, der kann das nämlich nachher abziehen. Ich heiße Sie also herzlich willkommen zu unserem zweiten Vortrag in der Reihe Aufbruch in die moderne Kunst und Kultur in der Weimarer Republik, die wir vor 14 Tagen begonnen haben. Und ganz herzlich begrüße ich Thomas Schneider, der den Weg von Osnabrück hierher gefunden hat, um uns zu dem Thema, es ist ja immer noch Krieg, der Erste Weltkrieg, Erich Maria Remarque und die deutsche Kriegsliteratur, habe ich das richtig aufgeschrieben? Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Schneider, dass Sie gekommen sind. Sie sind kein Fremder in diesem Haus, weil Sie schon mehrfach hier gewesen sind, also es ist so ein bisschen Wiedersehensromantik, die über diesen Abend schwingt. Es geht heute um die literarische Aufarbeitung des Ersten Weltkrieges. Aber da wir vor 14 Tagen, ich habe es schon gesagt, ein Filmthema der Reihe hatten, möchte ich mit der Verfilmung anfangen. Im Dezember 1930 soll die US-Verfilmung von Im Westen nichts Neues, All Quiet on the Western Front, in die deutschen Kinos kommen. Die Berliner Premiere von Lewis Milestones Film stören lärmende Nationalsozialisten. Wenn man den Überlieferungen Glauben schenken kann, hat man Stinkbomben geworfen. Ich bitte davon heute abzusehen. Die Filmoberprüfstelle gab dann unter dem Druck der Straße schließlich den Streifen nicht frei. Er musste da wohl, glaube ich, beschnitten werden, weil die Sittenwächter das deutsche Ansehen gefährdet sahen. Die Aufarbeitung des Krieges, jetzt kommen wir zur Literatur, geschah in ganz unterschiedlicher Weise, die gegensätzlicher nicht sein konnte. Da war der pathetische Tagesbuchbericht des Republikgegners Ernst Jünger in Stahlgewittern, Sie kennen das alle, aus dem Jahre 1920 schon. Daneben weitaus später die nationalistische Schilderung eines Werner Bäumelburg, der 1916 bei den Kämpfen um Verdun, genauer gesagt, um eben das Fort Douaumont eingesetzt wurde, zu dem wir, also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hauses, vor 3 Jahren eine Fortbildungsexkursion unternommen haben. Wer einmal in Verdun gewesen ist, wer einmal das Beinhaus gesehen hat, der weiß, was Krieg bedeutet und er wird wenig dafür empfinden können, was Bäumelburg dort beschrieben hat. Denn bei Jünger und Bäumelburg wurde der Frontkämpfer zum neuen Mann. Man spürt den maskulinen Helden, heroische Männlichkeit, das Gemeinschaftserlebnis. Bäumelburgs, so hieß der Roman, die Gruppe Bosemüller, war Kampfansage an den pazifistischen Roman, war, soweit ich das weiß, direkt ein Reflex auf Erich Maria Remarques Antikriegsroman Im Westen nichts Neues, den weltweit wohl wirkungsmächtigsten pazifistischen Roman. Und deswegen wollen wir uns heute damit beschäftigen. Dabei geht es um Leid und Leiden im Krieg, wie der Protagonist Bäumer sagt, das, Zitat, gemeinsame Schicksal unserer Generation, einer Generation, die traumatisiert heimkehrte. Das völkisch-nationalistische Milieu fühlte sich durch das Buch provoziert. Die umfangreiche und äußerst kontroverse Auseinandersetzung um den Text fand jedoch nicht im literarischen Kontext statt, also ist das Literatur oder ist das keine gute Literatur, sondern sie war vielmehr Kulminationspunkt einer seit Kriegsende andauernden Auseinandersetzung im politischen Raum, also zwischen den Parteien der Weimarer Republik. Es ging darum um die Deutungshoheit über den Ersten Weltkrieg und damit auch indirekt oder auch direkt zugleich um die Akzeptanz oder Ablehnung der politischen Ordnung der Weimarer Demokratie. Der Vortrag von Herrn Schneider setzt sich schwerpunktmäßig mit der Publikation und der Diskussion um Remarques Im Westen nichts Neues auseinander. Und es wird dabei auch, so haben wir vorher schon vereinbart, ein bisschen um Marketing geht des Urstandskonzerns und die Intentionen, die damit verbunden sind. Die Kontroverse um den Text und anschließend um die Verfilmung wird im Kontext
der politischen Diskurse der späten Weimarer Republik eingeordnet werden. Ich will es dabei bewenden lassen und möchte Ihnen, lieber Herr Schneider, gleich das Wort erteilen. Ich möchte Sie nur ganz kurz vorstellen mit dürren Worten. Sie sind Leiter des Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum in Osnabrück. Eigentlich sind Sie Literaturwissenschaftler. Sie haben 1990 mit einer Arbeit über die Balladen von Annette von Droste-Hülshoff promoviert. Das darf ich ja mal so sagen. Und ein paar Jahre später, ein gutes Jahrzehnt, dann mit einer Arbeit zur Entstehung und Rezeption von Erich-Maria Remarques im Westen nichts Neues habilitiert. Droste-Hülshoff und Remarque. Da ist eine Verbindungslinie. Droste-Hülshoff darf man wohl als die bedeutendste Dichterin des 19. Jahrhunderts nehmen und Erich-Maria Remarque, den wohl den bedeutendsten Dichter aus deutscher Zunge des 20. Jahrhunderts. Ich sage das einfach mal so. Lieber Herr Schneider, seien Sie herzlich willkommen. Ich erwähne nicht jetzt Ihre Literatur bzw. Publikationen, dann wird der Abend schon ausgefüllt. Lieber wollen wir hören, was Sie uns über Remarque zu sagen haben. Herzlich willkommen uns im Haus und ich freue mich, dass Sie da sind. Denken Sie dann, Maske aufbehalten bis zur Diskussion. Und wenn Sie da einen Wortbeitrag haben, dürfen Sie Maske absetzen. Also strengen Sie sich nachher an. Herzlich willkommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, hier zu sein und lieber Herr Mühlhausen, danke für die Einführung. Eigentlich kann ich wieder gehen, Sie haben ja schon fast alles gesagt. Und also es geht heute, wie Sie sehen können, um den Ersten Weltkrieg natürlich, die deutsche Kriegsliteratur und zentral um im Westen nichts Neues. Wir befinden uns kurz vor Anfang November und das sind natürlich historische Tage. Also der 9. November ist natürlich nicht nur der Tag des Mauerfalls und der Tag der sogenannten Reichskristallnacht, sondern er ist eben auch der Tag der Ausrufung der Republik gewesen. Und der 11. November war der Tag des Waffenstillstandes. Vergessen in dieser Reihe von Tagen wird dann gerne der 10. November, der in der Weimarer Republik eine ganz besondere Bedeutung hatte, denn er war der Tag von Langemarck. Also jener berühmte angebliche Angriff deutscher Studenten am 10. November 1914 in Flandern, wobei den Angreifenden, die nahezu alle getötet wurden, nachgesagt wurde, sie seien mit dem Deutschlandlied auf den Lippen nach vorne gestürmt. Dummerweise war der Angriff nicht in Langemarck, sondern in Bixschoote. Aber da man das auf Deutsch nur schwer aussprechen kann, wie Sie gerade gemerkt haben, war das dann der Tag von Langemarck und der galt eben in direkter terminlicher Nachbarschaft zum Waffenstillstand dann eben den Demokratiegegnern als Erinnerungsort in der Weimarer Republik. Pardon. Und was ich heute versuchen möchte, ist Ihnen diesen Bogen zu spannen, also welche Rolle die Kriegsliteratur in der Erinnerungsarbeit um den Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik gespielt hat und welche Implikationen damit verbunden sind. Dazu werde ich im ersten Teil meines Vortrages eingehen auf die Funktion von Kriegsliteratur bereits während des Ersten Weltkrieges, welche Zielsetzungen damit verbunden gewesen sind, dann den Bogen schlagen zur unmittelbaren Nachkriegszeit und dann schließlich bei im Westen nichts Neues zu landen, das ja nicht zufällig am 8. November 1928 in der Vossischen Zeitung zu erscheinen begann. Und schließlich werde ich noch was zu den Folgen für Remarque sagen und für die Folgen für so etwas wie eine globale Erinnerungskultur an den Ersten Weltkrieg, die unmittelbar auch mit im Westen nichts Neues zu tun hat. Das ist der Herr, um den es geht. Remarque 1929, aber gleich vorneweg, Herr Mühlhausen, Sie haben es schon erwähnt, das ist natürlich ein Marketingfoto. Ein Marketingfoto, was gemacht wurde für im Westen nichts Neues und wo eben auch ein ganz bestimmter Typus von Autor mitverkauft werden sollte, nämlich ein Autor, der zum Buch passen sollte. Aber dazu später. Wenn man mal zurückguckt, Erster Weltkrieg, was ist das Leitmedium gewesen? Das Leitmedium damals ist Schrift gewesen. Und nicht Bild oder Fotografie, Film schon gar nicht, Internet gab es nicht, Radio auch nur in Anfängen. Also die Menschen haben sich über Schrift informiert und die Diskurse wurden über Schrift ausgetragen.
Und zwar so, natürlich auch während des Ersten Weltkrieges. Der Erste Weltkrieg gilt natürlich als einer der ersten Medienkriege oder der erste Medienkrieg überhaupt. Und damit hat dann das Leitmedium Schrift natürlich eine ganz besondere Funktion. Die anderen Medien sind unterstützend gewesen. Also lohnt es sich auf jeden Fall auch in Propagandazusammenhängen während des Ersten Weltkrieges auf die Literatur zu gucken und nicht nur auf die Bilder. Das ist das Image, was der Erste Weltkrieg heute hat. Herr Mühlhausen hat es erwähnt, es ist vor allen Dingen ein großes Schlachten gewesen und letztendlich sind wir uns heute, glaube ich, auch alle einig, dass es ein sinnloses Schlachten gewesen ist, von allen Seiten letztendlich so geführt. Das ist wohl natürlich nicht immer so gewesen und schon gar nicht im deutschen Kontext. Welche Funktion Literatur in dieser Zeit hatten, kann man an so ein paar Zahlen erkennen. Und zwar hat dieser Herr Julius Barb, einer der führendsten Germanisten seiner Zeit, mit Kriegsausbruch begonnen oder den Versuch gestartet, die Reaktionen in der deutschen Literatur auf den Krieg zu sammeln. Und nach einer Woche hat er aufgegeben, weil ihm nämlich aufgefallen ist, dass, so hat er das geschätzt, täglich an die 10.000, 20.000 allein Gedichte in deutschen Tageszeitungen erschienen sind, die sich mit dem Krieg beschäftigt haben. Also das gesamte Spektrum der deutschen Kriegsliteratur, und das möchte ich Ihnen hiermit auch mit an die Hand geben, ist schlichtweg unüberschaubar. Es ist nicht ein separates Segment, mit dem sich so einige Leute, vor allen Dingen dann eben Soldaten oder so etwas beschäftigt haben, sondern Kriegsliteratur ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen gewesen, was eben auch die Daheimgebliebenen genauso wie die Frontsoldaten erfasst hat. Also jeder hat versucht, sich mit Literatur dann in irgendeiner Form auch zu beschäftigen, beziehungsweise seine Gefühle und Denkweisen zum Ausdruck zu bringen. Wenn also Literatur einen solchen zentralen Stellenwert einnimmt in der Gesamtgesellschaft, im gesamtgesellschaftlichen Bereich, erweckt das natürlich sofort auch das Interesse des Militärs und der Zensurbehörden. Das heißt, es werden Reglementierungen erlassen, welche Aspekte des Krieges dürfen überhaupt beschrieben werden und welche nicht. Und subversive Aussagen oder gegnerische Aussagen werden natürlich unterdrückt, um eben die Wehrfähigkeit des gesamten Volkes dann weiter zu erhalten. Natürlich ist das in Deutschland passiert, aber auf allen Seiten der Front. Also das zusammenfassend, was wir heute an Kriegsliteratur kennen, vor allen Dingen eben aus dem Ersten Weltkrieg, ist zu fast 99% unter Zensurbedingungen entstanden und auch nur unter Zensurbedingungen dann letztendlich auch publiziert worden. Die Kriegsgegner in einer Atmosphäre allgemeiner Kriegsbegeisterung hatten es natürlich besonders schwer, und während des Ersten Weltkrieges gibt es dann aus Deutschland heraus sozusagen die ersten Migrationswellen ins vor allen Dingen dann neutrale Ausland, vor allen Dingen in die Schweiz, wo man dann kriegsgegnerische Positionen auch publizieren konnte. Literatur bewegt sich in diesem Zeitraum, und mit dem Gedichtebeispiel habe ich schon darauf hingewiesen, nicht nur zwischen zwei Buchdeckeln, sondern eben vor allen Dingen auch in Zeitschriften. Und es hat in jedem Land, jedem kriegsführenden Land während des Ersten Weltkrieges eine ganze Reihe von Zeitschriften gegeben, die sich thematisch ausschließlich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigten und ein Riesenpublikum auch erreicht haben. Und in diesen Zeitschriften und natürlich auch in den Buchpublikationen, aber in diesen Zeitschriften kann man so bestimmte Entwicklungen ablesen, wie welches Kriegsbild überhaupt vermittelt wird aus dem Ersten Weltkrieg heraus, welche Schwerpunkte gesetzt werden und was an Begründungen für die Kriegführung überhaupt geliefert wird. Zu Anfang und hinzufügen möchte ich noch, dass es eben Texte gewesen sind, die nicht nur eine kleine Schicht interessierter Menschen erreicht haben, vor allem literarisch gebildeter Menschen erreicht haben, sondern wenn wir über hohe Auflagen sprechen werden, auch später im Zusammenhang mit dem Westen nichts Neues, dann gibt es Texte, die heute in der Diskussion weitgehend vergessen sind, die aber nah an die Auflagenzahlen von dem Westen nichts Neues dann in den späten 20er Jahren bereits während des Ersten Weltkrieges herangereicht haben. Er hier ist ein Beispiel dafür, an der Spitze meiner Kompanie, 3 Monate Kriegserlebnisse von Paul Oskar Höcker. Höcker ist später relativ bedeutend geworden, weil er eine der führenden Soldatenzeitungen herausgegeben hat, nämlich die Lieder Kriegszeitung, die, wie der Name schon sagt, in Biel erschien und es sogar dann in der Weimarer Republik noch zu Sammelbänden gemacht hat.
erschienen ist das in der recht bekannten Reihe Ullstein Kriegsbücher, wobei dazu gesagt werden muss, dass nahezu alle Verlage im damaligen dann Kaiserreich Buchreihen aufgelegt haben, bereits während des Ersten Weltkrieges, die sich ausschließlich mit dem Kriegserlebnis beschäftigt haben. Es gibt so schöne Reihen wie Krieg und Liebe, die bringen es dann auf 250 Bände während des Ersten Weltkrieges. Ganz so viele werden es bei Ullstein-Kriegsbüchern nicht werden, sondern es sind so um die 40. Aber jedes dieser Ullstein-Kriegsbücher hatte eine Auflage von mindestens 100.000 Exemplaren während des Ersten Weltkrieges. Wenn ich Ihnen jetzt dauernd diese Zahlen nenne, diese Auflagenzahlen nenne, dann vor allen Dingen auch deswegen, damit Sie einen Eindruck bekommen, dass diese Texte für das Verständnis des Ersten Weltkrieges in der Gesamtbevölkerung natürlich auch eine prägende Rolle gespielt haben. Hier wurde also das Ereignis Erster Weltkrieg erstmals zusammengefasst, in eine Erzählung gepackt und dann massenwirksam verbreitet und eben auch gelesen. Das heißt, die Menschen, die sich nach Kriegsende mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt haben, hatten schon ein Bild des Ersten Weltkrieges im Kopf, was nämlich vorher literarisch geprägt war. Egal, ob sie jetzt an der Front waren oder in der Heimat geblieben sind. Kurz und gut, die Standards für die Beschreibung des Ersten Weltkrieges wurden nicht in der Zwischenkriegszeit gelegt, sondern während des Ersten Weltkrieges. Also so Standards wie, wir haben eine Gruppe von Soldaten, die möglichst sozial heterogen zusammengesetzt ist, möglichst auch noch aus verschiedenen Gegenden des Deutschen Kaiserreiches, die zusammen die Abenteuer oder Schrecken, je nach Lesart des Ersten Weltkrieges, erlebt haben und über das Erlebnis der Kameradschaft dann irgendwann mal in die Nachkriegszeit übergegangen sind. Das ist so ein Klassiker, der nicht nur in der deutschen Literatur, sondern auch in den anderen Literaturen so durchgeführt und praktiziert wurde, um diesem Ereignis Erster Weltkrieg Herr zu werden. Wenn man Oskar Höcker nimmt, 1915, dann haben Sie genau da so eine Umbruchphase, die sich in der Beschreibung des Ersten Weltkrieges festmachen lässt mit dem Jahreswechsel 1914-15. Denn wenn man was ich jetzt sage, mag Ihnen vielleicht makaber erscheinen, aber wenn man den gesamten Ersten Weltkrieg zumindest aus deutscher Seite Revue passieren lässt und nachfragt, welche Monate waren denn die verlustreichsten während des Ersten Weltkrieges, dann wird aus heutiger Perspektive werden Schlachten genannt, wie Verdun beispielsweise oder die Somme und ähnliche Dinge. Das ist aber nicht so gewesen. Die prozentual verlustreichsten Monate waren die ersten Monate des Krieges, nämlich im Nachkriegsbeginn vom Sommer 1914 bis Jahresende. Das lag daran, dass die Art und Weise, wie Krieg geführt wurde, noch nicht darauf abgestimmt war, mit modernen Waffen überhaupt zurechtzukommen. Es hat im Vorfeld des Ersten Weltkrieges Warnungen gegeben, dass das Maschinengewehr, eine Innovation der Vorkriegszeit, eine ganz fürchterliche Waffe ist. Das war aber noch nicht bis in die taktischen Maßnahmen der Gefechtsführung vorgedrungen. Deswegen ist dieser Angriff von mir erwähnte Angriff von Langemark auch so verlustreich gewesen, weil man ist, wie im Krieg 1870-71, die sozusagen die letzte kollektive Kriegserfahrung der Deutschen, ist man über freies Feld auf die gegnerischen Linien zugelaufen. Und da reicht ein Maschinengewehr, um ganze Regimenter kampfunfähig zu machen. Das hat dazu geführt, dass von den Soldaten, die im Sommer 1914 an die Front gegangen sind, die eine militärischen Sinne Überlebenschance hatten, also entweder verwundet oder tot, hatten von 60-70%. Am Ende des Jahres 1914 waren von den ursprünglich eingezogenen Soldaten nur noch 30% über oder verwendungsfähig. Das haben sie in keiner anderen Phase des Ersten Weltkrieges. Darauf muss natürlich die Propaganda, die gesamtgesellschaftliche Propaganda, der Diskurs muss darauf reagieren. Damit man muss ja die Soldaten, man neue Soldaten wieder in die Front führen, man muss die Heimat beruhigen, dass sie ja in irgendeiner Form diesen Krieg weiter unterstützen möchte, müsste, sollte, trotz dieser hohen Verluste. Was macht man? Was hat man gemacht zum Jahreswechsel 1914-15? Man hat die arbeitsteiligen Prinzipien der Industrialisierung auf das Militär übertragen. Es gibt auf einmal nur noch Spezialisten, egal in welcher Funktion, innerhalb der Hierarchie,
des Militärs gibt es nur noch Spezialisten, die kleine Rädchen in einer Maschinerie sind, und über dieses kleine Rädchen und die Funktionsweise zum Gelingen des großen Ganzen, nämlich der Kriegführung, beitragen. So kann jeder für sich dann selbst sozusagen die Legitimation gewinnen, an der Front zu sein. Da steigert sich dann mit weiteren Innovationen während des Ersten Weltkrieges und mit einer fortgesetzten Spezialisierung. Es gibt also kaum noch nur einfache Soldaten, sondern es gibt auch unter den Infanteristen immer mehr Spezialisten, die spezialisiert sind, wie der berühmte Jünger, der da den Stoßtrupp erfindet. Also eine hochspezialisierte Eliteeinheit, die über das Feld, über das Niemandsland Kommandounternehmen unternimmt. Also in dieser Form Spezialisierung. Gilt natürlich für Piloten insbesondere. Das bedeutet, dass die Helden des Ersten Weltkrieges sind die Beherrscher der Maschine, also die Beherrscher, die absoluten Spezialisten. Und da an der Spitze stehen die Piloten und danach kommen die U-Boot-Fahrer beispielsweise. Also alles diese Elemente, wo Mensch und Maschine, also Aufbruch in die Moderne, sozusagen zusammenwachsen. Deswegen ist dieser Titel, Der rote Kampfflieger von Manfred von Richthofen, der erfolgreichste Text der deutschen Kriegsliteratur. Nämlich, er hat eine höhere Auflage gehabt als im Westen nichts Neues, und das über die gesamte Weimarer Republik hinweg. Er erschien erstmals 1917, wurde aber immer wieder aufgelegt, es gab ihn sogar in verschiedenen Kurzschriften, also Steno-Sachen und so weiter und so weiter. Jede Ausgabe wurde an die jeweilige politische Situation dann auch angepasst. Bis hinein in die 30er Jahre, selbstverständlich. Die von mir schon erwähnten Pazifisten saßen dann in der Schweiz und hatten große Probleme, ihre Texte, die nahezu in einem Verlag, nämlich im Rascha-Verlag, Max Rascha-Verlag in Zürich, veröffentlicht wurden, überhaupt unter die Leute zu bringen. Es gibt den berühmten Fall von Henri Barbusse, Das Feuer, der klassische französische Kriegsroman zum Ersten Weltkrieg, der auch schon 1917 erschien und in einer deutschen Übersetzung bei Max Rascha, die Exemplare wurden subversiv ins Deutsche Reich geschmuggelt und dort vertrieben. Also es gab schon eine Nachfrage nach pazifistischer Literatur, aber die große Mehrheit war natürlich kriegsunterstützend. Wenn man jetzt guckt, wie ist die Entwicklung während des Ersten Weltkrieges und dann über die gesamte Weimarer Republik hinweg. Wir vom Remarque-Friedenszentrum haben vor einigen Jahren, das ist jetzt fast ein Jahrzehnt her, eine Bibliografie zur deutschen Kriegsliteratur herausgebracht und haben uns ausschließlich mit Texten beschäftigt, die tatsächlich Frontgeschehen schildern. Also nicht die zahllosen Texte, die sich mit Wirtschaftsfragen, sozialen Fragen und Ähnlichem beschäftigen, sondern das sind sozusagen im Filmgenre würde man sagen, das sind die Combat Movies, ne? Also hier sind es die Combat Novels. Und wir haben dann gefragt, wie viele sind denn so pro Jahr erschienen? Und dazu zählen jetzt eben nicht nur belletristische Werke, sondern die Mehrzahl der Texte, die erschienen sind, haben so einen Authentizitätsanspruch. Das heißt, ehemalige Kombattanten berichten über ihre eigenen Erlebnisse. Und das reicht bis hin zu der häufig vernachlässigten Textsorte der Regimentsgeschichten. Regimentsgeschichten sind insofern von großer Bedeutung, weil sie hier sozusagen ein kollektives Kriegserlebnis haben. Sie haben eine überschaubare Anzahl von Menschen innerhalb einer militärischen Einheit, in der Regel eines Regiments, und die verfassen im Idealfall gemeinsam diese Regimentsgeschichte. Sie werden zumindest an der Entstehung beteiligt, weil die ehemaligen, die den Krieg überlebt haben, werden dann gefragt, was hast du denn noch an Quellen oder wie war das bei dem Gefecht da und dort und so weiter. Die sind hier auch mit erfasst. Und damit sehen Sie eben diverse Peaks. Sie sehen aber durch die gesamte Weimarer Republik hinweg eine kontinuierliche Publikation von mindestens 200 Titeln jährlich, die sich mit Kampfhandlungen während des Ersten Weltkrieges beschäftigen. Das ist eine Menge. Also stellen Sie sich vor, heute gibt es natürlich einen viel höheren Prozentsatz als an Buchpublikationen. Aber wenn ich das richtig überblicke, aber Sie mögen mich gerne korrigieren, sind das ungefähr, was Sie hier sehen, sowas an die 10% der gesamten Buchproduktion der Weimarer Republik, inklusive Logarithmentafeln. Das ist noch nicht wenig. Also ist das Thema über die gesamte Weimarer Republik hinweg präsent. Und in der Literatur lesen Sie häufig, es habe sozusagen eine Kriegsmüdigkeit gegeben, und dass die Menschen Mitte der 20er Jahre nichts mehr über den Krieg haben lesen wollen. Das ist
für den Belletristiksektor sicherlich richtig, es ist aber nicht für den Sachbuchsektor richtig. Und Sie haben das auch schon erwähnt, dass eben die Auseinandersetzung um den Besten nichts Neues fand nicht im literarischen Sektor statt, sondern er fand im politischen Sektor statt. Und in dem bewege ich mich. Romane im eigentlichen Sinne, also fiktionale Darstellungen, spielten in der Diskussion um den Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik dazu keine Rolle. Die nächste Frage, die sich daran anschließt, ist dann, was wurde denn überhaupt gelesen? Und da gibt es dann eben eine Bestsellerliste. Entschuldige, das können Sie überhaupt was sehen? Nein, so ungefähr. So, wenn man das jetzt also betrachtet, dann steht eben an erster Stelle für diesen Zeitraum 1914 bis 1939. Weil mit 1939 tritt ein anderer Roman sozusagen in den Vordergrund der Kriegsliteratur, der deutschen Kriegsliteratur. Bis dahin ist der Erste Weltkrieg selbstverständlich präsent. Deswegen haben wir diese 25 Jahre gewählt. Also an der Spitze steht der Rote Kampfflieger. Danach kommt Remarques im Westen nichts Neues. Danach kommt ein Text von Günter Plüschow, Die Abenteuer des Fliegers von Tsingtau. Also wie der Richthofen auch ein Flieger, allerdings der einzige Flieger, der in der damals deutschen Kolonie Tsingtau stationiert war. Und das ist so eine Abenteuergeschichte. Auch er erschien in den Ullstein Kriegsbücher. 700.000 Auflagen. Dann kommt Walter Flex, Der Wanderer zwischen beiden Welten. Das ist Ostfront und so weiter. Die Fahrt der Deutschland. Die Deutschland war ein Fracht-U-Boot. Volk, die Wölfe, ist eine Kriegsgefangenengeschichte und so weiter. Jetzt die nächste Frage, die wir uns gestellt haben, welche Titel aus dieser Bestsellerliste sind denn tatsächlich kriegskritisch? Also welche sind nicht kriegsbefürwortend? Und das sind die Kursiven. Die Kursiven, wie kann man dazu rechnen, dass sie so halbwegs kriegskritisch sind? Im Westen nichts Neues, ist klar, und dann kommt lange, lange gar nichts. Und jetzt muss ich mal aus dem Mikro rausgehen, hier unten. Ja, da steht Hans Paasche, ein schon vor dem Ersten Weltkrieg sehr bekannter Pazifist. Der hat im deutsch-nationalen Verlag, Scherl-Verlag, seinen fremden Legionär Kirsch untergebracht. Und danach kommt Heinrich Wandt, Etappe Gent. Da geht es um das Verhalten deutscher Offiziere im belgischen Gent während der Besatzungszeit in Belgien, also wie sie Bordelle betreiben, wie sie sich bereichern und so weiter, wird alles namentlich genannt. Ein Skandalbuch der Weimarer Republik. Alles andere ist kriegsbefürwortend. Wenn man das auf die Gesamtzahl dieser Titel, die da vorhin mal aufgelistet wurden, überträgt, dann ist in diesem Zeitraum 1914 bis 1939 sind ungefähr 90% kriegsbefürwortend. Und 10%, vielleicht 10%, aber nicht eben mit hohen Auflagen, 10% sind in irgendeiner Form kriegsgegnerisch eingestellt oder gegen den Krieg eingestellt. Damit haben Sie in der gesamten Weimarer Republik, natürlich während des Ersten Weltkrieges und im Nationalsozialismus sowieso, aber eben auch während der gesamten Weimarer Republik, haben Sie eine Mehrheitsmeinung, die in der Literatur, die kriegsbefürwortend ist. Also gegnerische Positionen befinden sich in der Minderheit. Und da das halbwegs deckungsgleich ist mit Befürwortern der Demokratie und Gegnern der Demokratie, haben sie damit auch ein Spiegelbild der gesamtgesellschaftlichen Einschätzung der Weimarer Republik in Gänze, die sich in der Kriegsliteratur spiegelt. Sie werden mir sicherlich zustimmen, dass, wenn wir uns heute an den Ersten Weltkrieg erinnern, erinnern wir uns an den Ersten Weltkrieg der Westfront. Also mit Ausnahme von Tannenberg sind bestimmt einige Menschen unter uns, die jetzt noch eine Schlacht aus dem Osten nennen könnten, aber dann hört es auch schon auf, denke ich. Also, oder sagt Ihnen die Doppelschlacht von Gorlice-Tarnów irgendetwas? Oder der Durchbruch bei Baranowitschi? Das sind genauso verlustreiche Schlachten wie die an der Somme gewesen, unter anderem auch noch siegreich für Deutschland, für das Deutsche Kaiserreich, aber sie sind aus der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg nahezu komplett verschwunden. Und Tannenberg wird immer noch mit Hindenburg verknüpft, das gehört einfach zusammen. Aber die Frage ist natürlich, warum ist das so? Wenn die Verlustzahlen von West und Ost von ungefähr so halbwegs gleich gewesen sind, der Kriegsverlauf war natürlich anders, denn die Westfront hatte so Spezifika, im Osten war wesentlich mehr Bildungskrieg. Aber wann hat sich das eigentlich auseinandergewickelt, entwickelt?
Auch das kann man wieder in der Literatur finden, indem man nämlich einfach fragt, mit welchen Fronten beschäftigen sich diese Titel, die ich da gerade aufgelistet habe. Und das sehen Sie dann hier, die rote Linie ist die Westfront, die blaue Linie ist die Ostfront. Während des Ersten Weltkrieges war das Interesse der Bevölkerung an allen Fronten gleich groß, kann man sagen. Also, gut. Und dann entwickelt sich das so ab 1920, 21 entwickelt sich das radikal auseinander und kommt dann auch nicht wieder zusammen. Sondern Anfang der 20er Jahre, nicht im Ersten Weltkrieg, Anfang der 20er Jahre, wird unser Bild, heutiges Bild vom Ersten Weltkrieg begründet. Da kommen natürlich noch andere Faktoren dazu, aber die Ursprünge sind da. Und diese Ursprünge werden bereits während des Ersten Weltkrieges gelegt, und zwar von der Obersten Heeresleitung. Die Oberste Heeresleitung macht sich ab ungefähr 1917 Gedanken darüber, was passiert mit dem Krieg, wenn er denn mal zu Ende ist, und zwar zu Ende. Was passiert mit ihm im kulturellen Gedächtnis? Also was wird bleiben und wie werden die Leute damit umgehen? Was wird wichtig sein? Und das macht man am besten dadurch, indem man mythisierte Ereignisse schafft. Also die Schwerpunkte in die Schwerpunkte der Erinnerung auf einzelne Schlachten und ähnliche Dinge legt. Und das passiert ab 1917 mit dieser wunderbaren Reihe, der große Krieg in Einzeldarstellung. Wobei die Auswahl der Schlachten dann natürlich durch die Oberste Heeresleitung getroffen wird und nicht durch einen Verleger und schon gar nicht durch Pazifisten. In dieser Reihe der große Krieg in Einzeldarstellung sind West- und Ostfront noch paritätisch vertreten. Und interessanterweise ist diese Reihe, die natürlich auch in sämtlichen Bibliotheken gestanden hat und auch hohe Auflagen erzielt hat, ist diese Reihe auch noch in der Weimarer Republik weiter erschienen, denn die Oberste Heeresleitung war zumindest ein Jahr nach Abschluss des Versailler Vertrages weiterhin im Amt. Und erst nach einem Jahr musste sie sich auflösen und dann wurde auch diese Reihe eingestellt. Aber sie erschien weiter. Und vor allen Dingen, sie erschien bei Stalling in Oldenburg, ein wichtiger Verlag. Im Verlag Gerhard Stalling. Die junge Republik beschließt 1919 das Reichsarchiv zu gründen. Das Reichsarchiv mit Sitz in Potsdam sollte dazu da sein, den Ersten Weltkrieg sowohl zu dokumentieren, als dann eben auch geschichtswissenschaftlich aufzubauen. Dummerweise besetzt man dieses Reichsarchiv 1920, da fängt es dann tatsächlich an zu arbeiten, mit ehemaligen Offizieren der Obersten Heeresleitung, und zwar ausschließlich. Das müssen Sie sich so vorstellen, als hätte sich die Bundesrepublik Deutschland entschlossen, die Geschichte des Nationalsozialismus mit Vertretern des Reichssicherheitshauptamtes zu besetzen und zu beauftragen. Das erscheint uns heute völlig abstrus, aber genau das passiert in der Weimarer Republik. Kurz, man übergibt letztendlich die Herrschaft über das zukünftige Bild des Ersten Weltkrieges ausgerechnet an die Gegner der Demokratie. Dumm gelaufen, aber so ist es gelaufen. Und genau diese Denkschrift, die Sie hier zitiert sehen, ist von einem der führenden Mitglieder des Reichsarchivs geschrieben worden, der eben schon ganz klar auch sagt, wir sind dazu da, um den Ersten Weltkrieg nicht negativ, sondern positiv zu werden. Und das alles passiert mit der Zielsetzung, zukünftige Kriegführung wieder möglich zu machen, trotz Versailler Vertrag, trotz Demokratie. Das heißt, die handelnden und verantwortlichen Personen im Reichsarchiv denken an einen nächsten Krieg. Und sie denken darüber nach, wie muss das Bild des Ersten Weltkrieges strukturiert sein, um einen solchen zukünftigen Krieg dann auch in der Bevölkerung überhaupt akzeptabel zu machen. Dazu wird diese Reihe gegründet, die Schlachten des Weltkrieges 1920, also mit Funktionieren des Reichsarchivs fangen die an zu entstehen. Und der von Ihnen dankenswerterweise erwähnte Werner Bäumelburg ist eine der zentralen Figuren in diesem Zusammenhang. Denn seine Gruppe Brosemüller ist ein Text unter vielen, aber er hat in den Schlachten des Weltkrieges, glaube ich, 4 Texte geschrieben. Und jetzt, wenn man sich diese Schlachten des Weltkrieges, die bis 1930 erschienen sind, dann waren sie fertig, 36 Bände, jeder Band hatte eine Auflage von 40.000 Exemplaren, er stand in jeder Schulbibliothek und so weiter und so weiter. Also es war sozusagen das offizielle Bild des Ersten Weltkrieges in schriftlicher Form. Die Schlachten, die dort geschildert werden, sind in diesen 36 Bänden, sind, ich glaube, 28 oder 29 Bände beschäftigen sich mit der Westfront. Die Ostfront ist mit 2 Bänden vertreten, die Südfront, also der Alpenkrieg mit 2, dann ist noch ein bisschen Balkan dabei und noch ein bisschen
Palästina, Irak. Alles andere ist Westfront mit Schwerpunkt auf Verdun, Marne-Schlacht und die Niederlage 1918. Die Niederlage 1918 sind 5 Bände. Und diese Niederlage wird in diesen 5 Bänden begründet mit der materiellen Überlegenheit der Gegner. Nicht mit einem nachlassenden Kampfeswillen der deutschen Soldaten, nein, ganz im Gegenteil, er wird begründet mit einem weiterhin funktionierenden militärischen Apparat. Aber dieser militärische Apparat ist der materiellen Überlegenheit der Gegner und speziell der USA, der USA unterlegen. Das ist die Begründung. Dolchstoß spielt nur eine untergeordnete Rolle, sondern dieses im Felde unbesiegt meint genau das. Wir sind weiterhin motiviert, wir hätten auch noch 300 Jahre weiter gekämpft, hätten wir nur genug Patronen gehabt. Und entsprechend wird das auch publiziert. Jetzt hat das Reichsarchiv, das diese Reihe Schlachten des Weltkrieges herausgibt, eine besondere reglementierende Funktion, denn sie sitzen auf den Dokumenten. Sie sitzen auf sämtlichen Dokumenten, die beispielsweise für die erwähnten Regimentsgeschichten überhaupt vonnöten sind. Und gab es also in einem Regiment eine Initiative, das war vor allen Dingen Anfang der 20er Jahre der Fall, wir wollen doch mal unsere Geschichte aufschreiben, alle anderen tun das auch. Insgesamt erschienen in der Weimarer Republik etwas über 1000 Regimentsgeschichten. Dann war man auf die Dokumente des Reichsarchivs mehr oder weniger angewiesen. Das Reichsarchiv hatte dann einen Standardvertrag, in dem drin stand, ja, ihr könnt unsere Bestände nutzen, aber was ihr da niederschreibt, das werden wir kontrollieren. Ohne unsere Zustimmung kann die Regimentsgeschichte nicht erscheinen. Das wiederum hat zur Folge gehabt, dass es zu manchen Regimentern mehrere Regimentsgeschichten gibt, weil einige Leute in den Regimentern meinten, nee, wir sind nicht deutschnational, sondern wir wollen das ein bisschen anders sehen und schreiben unsere alternative Regimentsgeschichte. Aber der Mainstream war kontrolliert vom Reichsarchiv. Der Bäumelburg. Ich sagte ja schon, dass Sie das machen können. Und um das nochmal zu verdeutlichen, dieses im Felde unbesiegt, was ich gesagt habe, schließt die Grausamkeiten des Ersten Weltkrieges ein. Sie finden, und deswegen dieses Zitat aus dem Douaumont von dem Bäumelburg, Sie finden genauso viele Grausamkeiten in der rechten Literatur wie in der pazifistischen Literatur. Es kommt nur darauf an, wie werden diese Grausamkeiten, die Verletzungen der Soldaten, die seelischen Verwundungen und so weiter, wie werden die bewertet? Wofür sind sie gut? Wofür sind sie vor allen Dingen zukünftig gut? Und darin unterscheiden sich natürlich die pazifistischen oder die kriegsgegnerischen Texte von den nationalistischen. Die Kriegsgegner sagen, daraus folgt nie wieder. Und die Nationalisten sagen jetzt sehr verkürzt, jetzt erst recht. Denn wir haben das Potenzial, und die Leute, die dieses Leid erlebt haben an der Westfront, speziell der Westfront im maschinisierten Krieg, die sind eine zukünftige Elite in Perspektive auf einen zukünftigen zweiten Krieg, der die Ergebnisse des ersten Krieges revidieren wird. Das ist die Strategie dahinter. Also dient diese Literatur durchweg einer der Kriegsvorbereitung im nationalen Bereich. Deswegen kann bei Franz Schauwecker, einem ultrarechten Nationalsozialisten, der dem nationalbolschewistischen Flügel der NSDAP angehörte, also die durchaus Affinitäten zum Gesellschaftssystem der Sowjetunion hatten und das dann unter faschistischen Vorzeichen auf Deutschland übertragen wollten, perspektivisch. Also sozusagen der linke Flügel der NSDAP, der dann mit dem Röhmputsch auch völlig eliminiert wurde. Also der Teil, der das sozialistisch, in nationalsozialistisch dann noch ernst genommen hat. In Franz Schauwecker, Aufbruch der Nation, gibt es einen gerne immer wieder im rechten Spektrum zitierten Vorspruch, nämlich, wir mussten den Krieg verlieren, um die Nation zu gewinnen. Und das ist genau sozusagen Nukleus dessen, was mit dieser Literatur erzeugt werden soll und welche Grundlage gelegt wird. Das geht dann perspektivisch und zielgerichtet auf die Jugend, auf die Erziehung der Jugend, die Beeinflussung der Jugend etc. Und der auch schon erwähnte Ernst Jünger schafft dann in seinen Bildbänden, die leider sehr wenig bekannt sind, sozusagen dann auch das Bildmuster dazu. Also die Ruhe vor dem Sturm ist gemeint auf nicht den Ersten Weltkrieg, sondern auf das Datum des Erscheinens des Bandes. Das Antlitz des Weltkrieges, nicht irgendein Antlitz, sondern das Antlitz des Weltkrieges heißt der Band. Und das Frontispiz dieses Bandes ist dieses hier.
Wir wissen nicht, ob diese Soldaten, die da liegen, schlafen oder tot sind. Auf jeden Fall, der Frontsoldat wacht. Er wacht davor, irgendwann das Erbe dieser Frontsoldaten des Ersten Weltkrieges anzutreten in einem zukünftigen Krieg. Und deswegen ist so etwas von Thor Goethe, noch so ein rechter, ultrarechter Autor, sie werden auferstehen, ist tatsächlich so gemeint. Das für heutige, vor allen Dingen junge Leser, ist das abstrus. Ne? Also geht es da um Zombies oder irgendwas? Nein, es geht darum, das Erbe dieser Opfer des Ersten Weltkrieges fruchtbar zu machen für die Zukunft. Dieses Fruchtbarmachen für die Zukunft ist in der Tat die Ergebnisse des Ersten Weltkrieges, sprich die Demokratie zu erledigen. Erst dann werden die Toten Ruhe geben. Erst dann ist ihr Opfer tatsächlich sinnvoll gewesen. Also eine nachträgliche Zuschreibung der Opfer von Sinn für die Opfer des Ersten Weltkriegs. Das ist die Situation, in der im Westen nichts Neues erscheint, die sich durch die gesamte Weimarer Republik durchzieht, diese Situation, und in die hinein im Westen nichts Neues publiziert wird. Jetzt ist die Frage, wie wird das publiziert? Wirklich kürzeste Remarke: Er wird 1916 eingezogen, weil er Jahrgang 1898 mit 18 schlichtweg dran ist. Er wird an die Front geschickt nach kurzer Ausbildung als Schanzsoldat. Bei einem Artillerieangriff, dreifach verwundet durch Granatsplitter, kommt ins Duisburger Lazarett, bleibt dort bis fast zum Ende des Krieges, und weil er ein Verhältnis mit der Tochter des Lazarettinspektors eingeht, beziehungsweise ihr Klavierunterricht erteilt. Es gibt da unterschiedliche Quellen. Auf jeden Fall war das sehr hilfreich, eine Stelle in der Schreibstube zu bekommen und nicht wieder an die Front zurück zu müssen, was er auch nicht wollte. Aber er beginnt, Remarque beginnt im Duisburger Lazarett, einen Roman über den Ersten Weltkrieg zu schreiben. Er schreibt nicht über sein Kriegserlebnis, das interessiert ihn überhaupt nicht, sondern er schreibt einen Roman über diesen Ersten Weltkrieg mit der speziellen Fragestellung: Was machen wir mit dieser Erfahrung in der Nachkriegszeit? Welche Folgen hat das? Wie können wir überhaupt wieder in die Zivilgesellschaft zurückkommen? Und wird die Zivilgesellschaft nicht völlig korrumpiert sein durch diese vielen Leute, die absolut traumatisiert sind? Das ist die Frage, die er stellt. Und als er dann zurückkommt nach Osnabrück, nach Kriegsende, wir wissen jetzt seit ungefähr 2 Monaten, dass er noch vor Kriegsende entlassen wurde, an die Westfront zurückgefahren ist tatsächlich. Er kommt dort an, da ist aber schon Waffenstillstand. Also setzt er sich wieder in den Zug, mit dem er gerade gekommen ist, und fährt zurück zum Hauptquartier seines Regimentes. Das war in Minden, steigt dort aus und dann schicken sie ihn wieder nach Hause. Also er wäre tatsächlich wieder an die Front zurückgekommen. Egal. Er kommt also wieder nach Osnabrück zu Hause und stellt fest, naja, es gibt einen Arbeiter- und einen Soldatenrat, aber sonst hat sich nicht viel geändert, sondern die alten Eliten sind weiterhin da, und das, was ich und meine Kameraden in den vielen Diskussionen, die wir im Lazarett geführt haben, so erhofft und erwartet haben, nämlich, dass sich die Gesellschaft radikal verändern wird, nicht nur im politischen, sondern auch im künstlerischen Sinne, also auch im sozialen Sinne und so weiter, alles das wird nicht passieren, sondern es gibt diese Kontinuität. Die Offiziere tragen wieder, denen die Epauletten abgerissen worden waren in der kurzen Revolutionsphase, die laufen wieder mit Visitenkarten herum, auf denen ihre Ränge stehen und so weiter. Also es wird sich nichts tun. Er protestiert so. In Osnabrück. Ne? Also Osnabrück ist damals eine Provinzstadt, manche meinen, das sei es heute noch, aber damals ganz besonders. Und er läuft also in diesem Aufzug im Januar 1919 durch die Stadt. Zieht sich eine Offiziersuniform an, heftet sich das EK1 an und ein Verwundetenabzeichen, die diese Orden und Ehrenzeichen trägt er zurecht, alles andere zu Unrecht, denn er war nur einfacher Soldat. Und er nimmt einen Hund mit, an kurzer Leine oder Kette, von dem er behauptet, er selbst habe ihn aus dem Schützengraben gerettet. Damit läuft er stolz durch Osnabrück und glaubt, das sei eine absolute Provokation. War es auch. Also heute würde man das als Happening bezeichnen, ist aber natürlich gnadenlos gescheitert. Und es ist ihm immer nachgegangen. Und dann fängt er an zu resignieren. Es hat keinen Sinn. So sieht er dann tatsächlich aus. Nicht in dieser Pose, das Foto gehört dazu. Das sind so frühe Marketingaspekte bei Remarque. Und so sieht er wirklich aus. Ne? Also ein junger Mann von knapp 21 Jahren in einem viel zu großen Anzug unter einem viel zu großen Hut. Aber er schafft es, Journalist zu werden. Und er wird Journalist bei Echo Continental, das war die Werkszeitschrift der Continentalwerke, die damals schon Reifen herstellten.
und alles, was mit Gummi zu tun hatte. Aber da lernt Remarque, was Marketing bedeutet. Wie man Marketing macht, wie man eine Zeitung, eine Zeitschrift publiziert, wie man sie so wichtig macht, dass sie dann nicht nur in Hannover erscheint, sondern in der gesamten Weimarer Republik und ein Thema setzen kann. Und dann ist es auch egal, welche Texte man schreibt und selbst wenn es Verse zu Comics sind, die dann wiederum die Conti-Produkte bewerben. Und das schafft ihm für ihn den Sprung nach Berlin zu Sport im Bild. Sport im Bild erschien im deutschnationalen Hugenberg-Konzern und war das Blatt für die gute Gesellschaft. Das sagt schon alles. Es ging nicht um Sport, sondern es ging um Leute, die Geld haben. Und es wurde geschrieben über das, was Leute, die Geld haben, gerne kaufen. Also Autos und ähnliche Dinge zum damaligen Zeitpunkt. Und sowohl bei Echo Continental als auch bei Sport im Bild wird Remarque Chefredakteur. Das heißt, er ist auf der journalistischen Karriereleiter ist er an der Spitze angelangt. Definitiv. Und so sieht er dann aus. Also das gehört dazu in Berlin der 20er Jahre, Ende der 20er Jahre. Vielleicht können Sie das Monokel erkennen, was es hier noch so gibt und ähnliche Dinge der Kauf. Also Remarque gehört definitiv zu diesem Zeitpunkt zur Crème der Berliner Kulturszene dazu. Zumindest was den Herausgeber-Journalisten-Dingens angeht. Und dann entscheidet er sich, ich schreibe meinen Roman aus dem Lazarett weiter. Und zwar mit dem Wissen, er entscheidet sich 1927 dazu. Er ist an der Spitze der Journalistenkarriere angekommen, allerdings im deutschnationalen Hugenberg-Konzern. Und er entscheidet sich, diesen kriegskritischen Text, den er schon im Lazarett angefangen hat, zu Ende zu schreiben. Denn er weiß, er kennt die Situation, die ich Ihnen gerade skizziert habe, und er weiß, 1928 wird ein zentrales Jahr sein, denn das sind 10 Jahre Kriegsende. Und es geht um nicht weniger als die Demokratie in Deutschland. Also was ist meine Rolle, was kann ich da tun? Es ist ihm klar, im Hugenberg-Konzern braucht er da nicht mal von zu erzählen, dann verliert er sofort seinen Job, sondern er muss möglichst an einen anderen Publikationsort finden. Das heißt, er riskiert bewusst seinen Job. Und er geht zunächst zu S. Fischer, dem bedeutendsten Literaturverleger damals in der Weimarer Republik, und dann geht er zu Ullstein. Und Ullstein sagt, ja prima, das machen wir. Wir nehmen den Text, wir müssen ihn ein bisschen verändern, wir müssen ihn anpassen auf die Kriterien für Kriegsliteratur in der Weimarer Republik. Vor allen Dingen müssen wir der Öffentlichkeit gegenüber behaupten, alles, was in dem Westen nichts Neues steht, ist von Ihnen, Herr Remarque, auch persönlich erlebt worden. Das beißt sich etwas mit dem Roman, den Remarque geschrieben hat, weil es geht ja nicht um sein persönliches Kriegserlebnis. Und wir müssen deine beruflichen, literarischen, journalistischen Erfolge, die verschweigen wir. Weil wir verkaufen dich und im Westen nichts Neues als Buch eines einfachen Soldaten, weil wir die gemeinsame Zielsetzung haben, den Diskurs um den Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik zu verändern. Und das machen wir so. Wir entwickeln eine ausgeklügelte Marketingstrategie. Wir setzen erstmal so einen Testballon in der Vossischen Zeitung mit einem Vorabdruck, gucken, ob das überhaupt funktionieren kann, sehen dann, es funktioniert. Und wir erklären dieses Buch, im Westen nichts Neues, zum Denkmal unseres unbekannten Soldaten. Das heißt, wir erheben einen Allgemeingültigkeitsanspruch, der nicht mehr zu toppen ist. Dieses Buch soll ein nationaler Erinnerungsort sein für alle Toten des Weltkrieges. Das in einem kriegskritischen Kontext. Und damit treten wir in direkte Konkurrenz zu einem anderen virtuellen Denkmal des unbekannten Soldaten der Weimarer Republik, nämlich Adolf Hitler, der in jeder seiner Reden sagt, er sei der unbekannte Gefreite des Weltkrieges. Und daraus seine Legitimation zieht, die Deutschen in eine glorreiche Zukunft zu führen. Das ist der Hintergrund der Strategie, das ist die Opposition. Deswegen ist es kein Wunder, dass es zu der von Ihnen schon erwähnten heftigen Diskussion kommt, weil die Rechten verstehen das sofort, worum es geht. Denn im Westen nichts Neues ist zusätzlich auch noch irre erfolgreich. Das heißt, das Konzept gilt auf. Es scheint tatsächlich aufzugehen und irgendwann hat mal ein Ullstein-Mitarbeiter behauptet, dass jeder Deutsche, der lesen konnte, im Westen nichts Neues gelesen hat. Also in diesem Zeitraum. Also jeder hat sich in irgendeiner Form damit beschäftigt. Das ist so diskurstechnisch eine unglaubliche Wirkungsmacht. Das scheitert. Da gehe ich jetzt rüber, weil ich bin schon im Vollzug.
Und das Scheitern sehen Sie dann letztendlich auch beim Verbot des Films. Da kombiniert das nochmal, wie Herr Mühlhausen das geschildert hat. Es kombiniert nochmal dahingehend, dass die Demokratiegegner versuchen, eine Strategie anzuwenden, dass sich die demokratischen Institutionen selber schlagen. Und das gelingt. Also es ist nicht so, dass die nationalsozialistischen Proteste direkt dazu geführt haben, dass der Film verboten wurde. Nein, sondern es sind einzelne Länder der Weimarer Republik gewesen, die gefordert haben, dass die Überprüfstelle wieder zusammentritt als demokratische Institution. Und dann wurde er mehrheitlich beschlossen, den Film zu verbieten. Und das feiert Josef Goebbels im Angriff so. Ein Briefwechsel, sehr geehrter Herr Dr. Goebbels, wenn Sie es nicht fertigbringen, den Schmachfilm im Westen nichts Neues abzusetzen, imponiert mir der ganze Nationalsozialismus nicht mehr. Hochachtungsvoll, I.H., eine Frontschwester. Also ist klar, das ist Propaganda, Frontschwester, Frau, Front und so weiter. Sehr verehrte Frau H., wir haben es fertiggebracht, Dr. G. Danach folgt, der Artikel geht natürlich noch weiter, das ist der Leitartikel des Angriffs am folgenden Tag nach dem Filmverbot. Da geht es weiter, dann schildert Goebbels seine Strategie. Wir haben es geschafft, dass die demokratischen Institutionen gegen sich selber arbeiten. Und genauso werden wir das weitermachen. Wir werden keine Revolution machen, sondern wir werden die demokratischen Institutionen so dazu bringen, dass sie sich selber erledigen. Und damit werden wir dann legal auch an die Macht kommen. Genauso ist gekommen. So, für ein kurzer Blick auf Remarque. Remarque wird international irre erfolgreich dadurch, von einem Tag auf den anderen. Und die Diskussion, die sich in Deutschland um im Westen nichts Neues drehte, findet dann in allen Ländern statt, wo das Buch publiziert wird. 26 Übersetzungen innerhalb des ersten Jahres. Nämlich, was bedeutet der Erste Weltkrieg für unsere Gegenwart? Und zwar nicht literarisch oder so etwas, sondern was bedeutet der Erste Weltkrieg für uns Gesamtgesellschaft? Und Remarque switcht dann zu einem globalen Autor. Er fängt an, global zu denken. Er sieht diesen Erfolg mit im Westen nichts Neues und überlegt sich, wenn ich das geschickt anfange mit den Marketingmitteln, die mir zur Verfügung stehen, dann kann ich weltweit wirken. Und dafür entwickelt er Strategien in den USA. Er scheint im Westen nichts Neues in Fortsetzung in über 150 Tageszeitungen, das ist eine potenzielle Leserschaft, die erreichen Sie mit einer Buchausgabe nie. Aber damit ist der Mann und die Marke eingeführt, nämlich Remarque und im Westen nichts Neues. Danach kommt dann erst der Film und potenziert das Ganze nochmal. Und dazu streut Remarque weltweit publizierte Interviews, in denen er sagt, ich habe im Westen nichts Neues für den Weltfrieden geschrieben. Eindeutige Positionierung. Im Westen nichts Neues dient zur Völkerverständigung. Und die Funktion von Literatur ist, in solchen Texten wie im Westen nichts Neues, die Menschen unterschiedlicher Kulturen und unterschiedlicher Nationalitäten auf eine Art und Weise zum Denken zu bringen. Und jetzt habe ich völlig überzogen. Und das gilt bis heute. Und dieses Image von im Westen nichts Neues und Remarque als Autor auf einem globalen Level. Und das ist ein Stencil von C. de Saint-Quince, das ist Christian Grigny, einem der bedeutendsten Stencil-Künstler in Frankreich überhaupt. Und er hat im letzten Jahr eine Reihe von der bedeutendsten Pazifisten gemacht. Und da sind solche Leute wie Kofi Annan dabei beispielsweise und eben auch als einer der wenigen Literaten Erich Maria Remarque. Dankeschön. Maske abziehen kann, um Ihnen Danke zu sagen, Herr Schneider, für diesen Tour de Horizon, also von den ersten Kriegspublikationen, kriegsverhaltenen Publikationen bis hin zu, wie war es eigentlich für einen? Das letzte? Stencil, also Graffiti. Ach so, ja. Ah ja, okay, dann sage ich das jetzt auch. Aber Stencils sind die mit Schablone gemacht werden, nicht mit Spraydose. Ah ja, okay, müssen wir anschauen. Also ganz herzlichen Dank für diesen Überblick, den Sie uns gegeben haben, aber jetzt, wenn Sie jetzt die Maske mal kurz abnehmen wollen, dürfen Sie auch eine Frage stellen oder umgekehrt. Wenn Sie die Frage stellen, dürfen Sie eine Maske abnehmen, Ihre Maske.
Ja, wir haben da hinten zwei, wenn ich die, und das, ich zeige einfach mit dem Finger drauf. Also, ja. Ja. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Mich würde interessieren, Sie haben ja viel über die Kriegsliteratur erzählt, wie das in den Schulen aussah. Also die Schüler, in denen die Schüler in der Weimarer Republik, was haben die so gelesen? Haben sie eher also diese 90% dieser kriegsfreundierten Literatur gelesen? Oder wurde zum Beispiel auch gemerkt, ab 28, 29 nicht so gelesen? Und das letzte war undenkbar, völlig undenkbar. Sie müssen wissen, die Schulbücher wurden meines Wissens nicht verändert, sondern die Schüler haben die gleichen Bücher gehabt wie im Kaiserreich. Das ist in Frankreich ist total anders gewesen, da wurden die Schulbücher verändert, weil auch der gesamtgesellschaftliche Konsens, soweit ich das weiß, eher pazifistisch ausgerichtet war, also nie wieder. Das war aber der in Deutschland nicht. Und durch den Föderalismus gab es viele verschiedene Sachen. Und viele, nein, im Westen nichts Neues, wurde aus Schulbibliotheken sogar entfernt, falls es da stand, und zwar vor 1933. Jetzt hier vorne. Ich bin von Haus aus Physiker und mein Held ist Werner Heisenberg. Und Heisenberg hat einen älteren geschrieben, der sehnsüchtig auf die Ausgabe von Walter Flecks Wanderer zwischen den Welten. Was steht in diesem Buch drin? Ich habe das nicht gelesen. Ich bin ehrlich gesagt, also, und ist das ein schlimmes Buch? Oder ich meine, ich wollte vorhin sagen, Heisenberg fühlte sich als Wanderer, weil das ein romantischer Ausdruck ist und er sprang immer zwischen Musik und Wissenschaft hin und her. Und dieser Wanderer schien mir irgendwie das Motiv zu sein, sich am Leben zu erhalten in dieser schweren Zeit. Oder habe ich das im Begriff missverstanden? Nein, nein, das habe ich noch eine zweite Frage. Sie sind überhaupt nicht auf den Gaskrieg eingegangen. Kommt der in der Literatur nicht vor? Also. Doch, doch. Der Wanderer zwischen zwei Welten ist eine Ostfrontgeschichte, sehr wandervogelbewegt, genau das, was Sie gesagt haben, in diesem Ton geschrieben, wurde aber sehr stark von Walter Flex, der Autor, ist 1918 in Estland gefallen und der Text war kurz vorher erschienen und war dann sozusagen für die Instrumentalisierung frei. Und er wurde sozusagen gelesen dann als Blaupause für Frontkameradschaft aus der Wandervogelbewegung heraus. Gaskrieg würde einen eigenen Abend bedeuten. Taucht auf, ist eines von diesen Elementen der industrialisierten Kriegsführung selbstverständlich, aber prägend gewesen. Und zwar kann man das daran ablesen, welche Vorstellungen, die Menschen in der Weimarer Republik oder in Gesamteuropa hatten, davon hatten, wie wird ein zukünftiger Krieg aussehen. Und das waren drei Elemente, die aus dem Ersten Weltkrieg übernommen wurden. Nämlich das erste war, der wird durch die Luftwaffe entschieden, durch gigantische Bomberflotten. Und diese gigantischen Bomberflotten werden die Großstädte mit Giftgas belegen. Und das dritte waren riesige Panzer, die alles niederwalzen. Also nicht nur diese kleinen Pappmaché-Dinger, die es im Ersten Weltkrieg gab, sondern riesige, so 20 Meter in Seitenlänge und Breite, die dann eben einen Frontenkrieg völlig illusorisch machen würden. Und alles richtete sich daran auf, die Rolle des Giftgases ist dann natürlich zentral. Aus der Erfahrung des Ersten Weltkrieges heraus richtete sich darauf aus, zu verdeutlichen, dass Krieg zukünftig eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei und dass diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe dann auch eine neue Gesellschaftsordnung erfordert, um überhaupt verteidigungsfähig zu bleiben. Und das wiederum haben die Rechten ausgenutzt und instrumentalisiert, um ihre faschistischen Gesellschaftsvorstellungen zu propagieren. Um eben zu sagen, dass vor allem unser lieber Jünger, ne, im Arbeiter zum Beispiel, sagt er genau das, also und im Sozialismus der Sowjetunion auch so ein Vorbild, also eine militärisch durchstrukturierte Gesellschaft bis in die kleinsten Entitäten hinein, die dann im Kriegsfall sofort mobilisiert werden und auf Kriegswirtschaft umgestellt werden kann. Ja, vielen Dank. Ich würde auch einfach mal zurückkehren wollen zu der Übersicht, die Sie uns gezeigt haben. Es ist ja doch frappierend, dass unter den Top-Bestsellern der Kriegsliteratur fast ausnahmslos eben kriegsbefürwortende Literatur ist, aber dennoch im Westen nichts Neues praktisch ganz an der Spitze steht. Wenn ich jetzt Ihr Argument richtig verstehe, führen Sie das vor allem auf die Marketingstrategie zurück, auf die Inszenierung des Romans, weniger auf literarische Qualität oder auch auf die Zeit der Publikation, die ja doch eine andere ist, als jetzt 1923 oder 1933 gewesen ist. Ich würde Sie bitten, ob Sie das vielleicht nochmal zuspitzen können. Warum reüssiert
im Westen nichts Neues unter all dieser Kriegsliteratur. Und daran anschließend noch die Frage, was wissen wir über die tatsächliche Leserschaft? Das wird ja wohl nicht jeder Deutsche gewesen sein, wie der Ullstein Verlag das, glaube ich, behauptet hat, aber wahrscheinlich auch mehr als das übliche Reichsbanner-Milieu in dem Sinne. Also wie weit strahlt im Westen nichts Neues politisch auch aus? Ja, danke für die Fragen, die natürlich nicht so in einem Satz zu beantworten sind. Wenn der Text nicht gut genug wäre, gut genug ist, funktioniert keine Marketingstrategie. Also beides muss zusammenkommen, wobei der Text auf die Bedürfnisse des Marketings auch zugeschnitten wurde. Remarque hat ihn überarbeitet, das ist nicht der Konzern gewesen oder der Verlag, sondern Remarque und Ullstein-Konzern, die handelnden Personen dort, haben gemeinsam diese Strategie entwickelt, an die sich Remarque auch gehalten hat, mit eben dieser Zielsetzung tatsächlich den Diskurs zu verändern. Das bedeutet für die Textgestalt, er muss leicht lesbar sein, darauf, das war ja sowieso, er muss darauf konzipiert sein, in kleinen Häppchen konsumierbar zu sein, das sehen Sie bis heute in der Struktur des Textes. Das sind Strukturelemente, die kommen aus dem Journalismus heraus, zum Beispiel. Ne? Also Sie haben so drei Seiten Text, das ist das, was man in eins lesen kann, dann kommt was anderes, ne? Und auch stimmungsmäßig was anderes. Also aber ausgerichtet auf eine breite Bevölkerungsschicht. Dann hat die Strategie, die gefahren worden ist, ist über diesen Vorabdruck zu gehen, was nichts Ungewöhnliches gewesen ist, aber diesen Vorabdruck und die Buchausgabe dann auch offensiv zu bewerben. Bis hin zu einem Countdown, der dann an Litfaßsäulen war. Also noch 4 Wochen bis zur Buchausgabe, noch 3 Wochen und so weiter. Und jetzt ist das Buch erschienen. Also alles Elemente im Marketingbereich, die im Wesentlichen neu waren für das Marketing der Weimarer Republik, weil sie aus den USA gekommen sind. Also auf einmal wird die gesamte Öffentlichkeit mit etwas konfrontiert, was sensationell ist und einen zentralen Punkt des Selbstverständnisses berührt. Na, dann kommen die Klassiker dazu, das ist neu und so weiter und so weiter. Also das hat dazu geführt, dass im Westen nichts Neues so weit ist. Und dann hat das Marketing auch die Reaktionen, die kamen, schon auf den Vorabdruck. Damit komme ich zu Ihrer zweiten Frage. Sofort wieder fürs Marketing verwendet. Das heißt, die Zuschriften, die dann ausgewählt wurden, es sollen 100.000 gewesen sein, haben das Marketing immer wieder bestätigt. Und einer von diesen Leserbriefen, die dann auch im Marketing verwendet wurden, ist mir besonders als beispielhaft und symptomatisch in Erinnerung geblieben. Da schreibt eine Frau darüber, dass an Ullstein und sagt, mein Mann hat mir nie etwas über den Krieg erzählt. Und jetzt hat er mir im Westen nichts Neues in die Hand gedrückt und gesagt, hier liest du was über mein Kriegserlebnis. Weil, und das ist eben das Zusammenspiel von der Text, ist so offen, dass sich jeder daran wiederfinden kann. Ne? Er schildert Standardsituationen des Ersten Weltkrieges, die jeder so oder in etwa so erlebt hat. Und vor allen Dingen auf der emotionalen Ebene werden diese Gefühle wiederholt. Sie sind also im Gegensatz zu vielen anderen Texten der Kriegsliteratur jetzt nicht festgelegt auf Verdun zum Beispiel oder auf, weiß der Geier was, irgendeinen Ort im Osten oder sowas, sondern sie hätten überall stattfinden können. Damit ist das Identifikationspotenzial größer. Und das ist auch die Begründung dafür, das, was ich vorhin gezeigt habe, dass der Text auch international genau so funktioniert hat. Es spielte überhaupt keine Rolle, dass das der Text von Soldaten handelt, auf die ich im Ersten Weltkrieg noch geschossen habe. Spielt überhaupt keine Rolle. Sondern dass die Darstellung des Kriegserlebnisses ist so gestaltet, dass sie universell wirken kann. Und das macht den Erfolg aus. Also diese vielen verschiedenen Komponenten. Man kann nicht sagen, es liegt jetzt daran, 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 sondern es sind viele Komponenten, die in diesem Fall zusammengekommen sind. Ungefähr beantwortet? Super. Ich habe zwei kleine Fragen. Wann ist der Titel entstanden? Man lag ja von Anfang an fest. Also ich schreibe selbst Bücher und ich finde immer, das ist das Schwierigste, zum Schluss den Titel fest. Und die andere Frage, ich habe mal gehört, dass der Markt für diesen Roman kaum Honorar bekommen hat. Also das hätte auch für den nächsten Verlag mit dem Art der Triumph bekommen. Also das ist eine, dann ist das ein Faktor. Nein. Also die zweite Frage, hat er dafür Geld bekommen? Ja, sicher. Denn er ist ja zu Ullstein gegangen und hat gesagt, ich habe hier einen Text und der kostet mich meinen Job. Was tun wir damit?
Und Ulstein hat gesagt, in dem Vertrag, der erhalten geblieben ist, ne, steht also drin, falls der Text kein Erfolg werden sollte, also wenn die Tantiemen und so weiter nicht die Garantiesumme erreichen sollten, dann wird Remarque Redakteur bei Ulstein. Also er hat ein Jobangebot gekriegt. Die Remarque beginnt zu ihrer ersten Frage mit dem Titel. Remarque beginnt zu 1927 darüber nachzudenken, diesen Text aus dem Duisburger Lazarett wieder aufzunehmen. Und er plant eine Trilogie, deren erster Teil immer heißt IWNN. So ist das auf den Manuskripten abgekürzt. Also im Westen nichts Neues. Es war immer so. Und der zweite und dritte Teil sollte sich mit der Rückkehr der Soldaten in die Zivilgesellschaft beschäftigen. Denn das ist der Fokus von Im Westen nichts Neues. Die Nachkriegszeit. Nicht die Kriegszeit, sondern es ist ein Nachkriegsbuch. Was hat das damit zu tun? Also der Text, der Titel stand von Anfang an fest. Ich habe immer gedacht, dass der Remarque kein Arbeitskrieg wäre, er hat das auch Steinbrenner geschrieben. Nein, das ist Plivier. Ach, das Plivier, ah ja. Vielleicht eine Bemerkung zu Bäumenburg und zu Josef Martens Rehner, zwei völkische Autoren. Die schreiben beide 1930 ein Buch und sie stellen die Behauptung auf, das ist ein Schritt gegen den defätistischen, der Name wird nicht genannt, aber es ist eben klar, das ist gegen Römer. Und Wehner schreibt in einer kurzen Biografie dann auch, ein bisschen später, als ich dieses Werk gelesen habe und wie der deutsche Heroismus in den Sputz gezogen wird, da stand ich auf und schrieb mein Sieben vor Verdun. Und Rose Müller, Quatsch, Bäumenburg, macht etwas Ähnliches, der schreibt das Buch. Die Gruppe Rose Müller und drei Jahre später im Dritten Reich 1933 kommt dann als Untertitel dazu, der große Roman des deutschen Frontsoldaten. Und dann gibt es eine Schulausgabe, Sie haben nach Schule gefragt vorhin, die dann für Schüler mit 18 an die Front so gekürzt erscheinen. Ja, ja. Super, danke schön. Vielen Dank. Ja, bitte. Ich würde gerne eine Frage zu der kriegskritischen, zu der pazifistischen Literatur fragen. Und welche Rolle hat denn Wilhelm II. Als oberster Kriegsherr in dieser Literatur gespielt? Denn nach meinem Kenntnisstand ist er am 8. November nach Holland getürmt. Und das war ja nach deutschem Kriegsrecht damals eine Dissertation. Ja. Er hätte eigentlich erschossen werden müssen. Wurde das irgendwie überhaupt mal thematisiert? Ja, das ist jetzt eine Spezialfrage, aber ich hoffe, ich kann sie beantworten. Nach meiner Kenntnis wird das sowohl von rechten als auch von linken Autoren als Verrat thematisiert. Das ist nicht, soweit ich mich erinnere, ist es bei einigen Autoren ist es so, dass nicht die Niederlage das Trauma ist, sondern der Verrat des obersten Dienstherrn, dem man einen Eid geschworen hat. Und dass das eigentlich der eigentliche Verrat ist. Und mit eigentlich erschossen werden und so weiter, das kennen wir alle, der hat sich ja noch weiter in die Politik der Weimarer Republik eingemischt und mit seinem ganzen Entourage. Ich habe zwei Fragen. Sie bitte und dann nicht. Ja, ich habe eine kleine Frage. Warum gehen wir in der Schweiz so gestorben in der Fantasie? Da will ich jetzt nicht ausgewandt haben. Ja, okay. Remarque stand mit Im Westen nichts Neues an der Spitze der schwarzen Listen der Nationalsozialisten. So, die erste Folge, die er zu spüren bekam, war eine Anklage wegen Devisenvergehens. Und zwar im Frühjahr 1932. Da war in Darmstadt eine Bank zusammengebrochen, wo Remarque Geld gebunkert hatte aus den Einnahmen von Im Westen nichts Neues und der Verfilmung. Und aus den Unterlagen ging hervor, dass er Geld illegal ins Ausland geschafft hatte. Das war den Bürgern der Weimarer Republik seit der Weltwirtschaftskrise verboten, Geld ins Ausland zu schaffen.
Das war ihnen auch nach 1933 noch verboten. Das wird häufig vergessen, dass das ein Grund dafür war, warum viele Leute nicht sofort emigriert sind, weil sie einfach kein Geld mitnehmen konnten. Brachte ihm also eine Klage ein. Er war vorher schon, hatte er das Luxusproblem, sein Geld irgendwie anzulegen. Daraufhin hat er diese Villa in der Schweiz gekauft, auf Anraten einer sehr guten Freundin, und hat sein Geld in Teppiche investiert, weil man die über die Grenze schmuggeln konnte. Und kein Zöllner kann erkennen, ist das jetzt Massenware oder ist das was Wertvolles, wenn man da so einen Teppich vor sich hat. Ich wüsste das auch nicht. Und hat also funktioniert. Und die Anklagepunkte waren dann tatsächlich illegale Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland und eben dieses Devisenvergehen, also Steuersünder. Ne? Und dass die Strafe darauf war Zuchthaus. Und daraufhin hat Remarque das gesamte Jahr 1932 in der Schweiz verbracht. Er wäre sofort verhaftet worden, wenn er nach Deutschland eingereist worden wäre und hätte dann das Schicksal von Ossietzky oder so geteilt. Oder anderen Pazifisten, die auf diese Art und Weise von Gerichtsverfahren dann eben kaltgestellt wurden. Dann erging ein Gerichtsurteil und mit einer Strafe von 30.000 Reichsmark, das ist irre viel Geld gewesen, und die hat Remarque gezahlt und damit war das dann erledigt. Aber er ist dann nochmal beim Berliner Presseball im Januar 33 gewesen, das war glaube ich am 28. Januar, und ist dann, wie die Legende sagt, und er selber in der Nacht, als klar wurde, Hitler wird Reichskanzler, ist er in die Schweiz gefahren. Und im Mai 33, Ende April 33, ist in der Nähe von dem Haus von Remarque ein anderer Emigrant zu Tode gekommen. Der ist vermutlich real, ist er eine Uferböschung hinuntergefallen. Aber Thomas Mann wertet das in seinem Tagebuch als Attentat auf Remarque, nur hat es den Falschen getroffen. Also die Bedrohungssituation war real für Remarque, deswegen ist er in die Schweiz gegangen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist er in Deutschland gewesen, ja, auf Besuch. Aber die Frage der endgültigen Rückkehr hat sich für ihn nicht gestellt, denn er war ja ausgebürgert und mittlerweile auch amerikanischer Staatsbürger. Und nach dem damaligen Recht wenn er hätte wiederkommen wollen, hätte er die amerikanische Staatsbürgerschaft abgeben müssen und einen Antrag auf Neuerteilung der deutschen Staatsbürgerschaft stellen müssen. Daraufhin hat Remarque gesagt, ich habe keinen Antrag auf Ausbürgerung gestellt, warum soll ich einen auf Einbürgerung stellen? Ja, das gab es ähnlich. Also der Erste Weltkrieg ist ja gesamteuropäisch ein zentraler Punkt in den 20er Jahren gewesen, egal aus welcher Perspektive Sie das sehen. Sie müssen ja auch berücksichtigen, dass viele Staaten ihre Gründung dem Ersten Weltkrieg verdankt haben und dass damit natürlich ganz andere Aspekte, nämlich Gründungsmythen beispielsweise mit dem Ersten Weltkrieg verbunden werden. Und alle Texte, die sich in irgendeiner Form damit auseinandersetzen und dann eben auch zentrale Fragen der Gegenwart berühren, also auf die Frage stellen, was bedeutet das, der Erste Weltkrieg für uns in der Gegenwart, dann entsprechende Diskussionen auslösen. Und das habe ich versucht anzudeuten mit dem Erfolg von dem Westen, nichts Neues im Ausland. Also wenn in Frankreich waren es glaube ich 300.000 oder so etwas, Auflage von dem Westen, nichts Neues, und in diese 100.000er-Zahlen, die kann man jetzt auf alle möglichen Länder übertragen. In den USA sind es über diese Vorabdrucke natürlich noch viel, viel mehr gewesen. Und das muss natürlich ein Bedürfnis der Leser auch bedienen, sonst wird sich das ja nicht so verkaufen. Und nochmal, in jedem Land hat im Westen nichts Neues, oder auch der Film, entsprechende Diskussionen angestoßen. Entweder das Buch oder der Film über die Rolle des Ersten Weltkrieges in der Gegenwart, also in das Jahr 1930. In das Jahr 1930. Dann kann ich mich auf Barfuß noch erinnern, das war bezogen jetzt auch auf diese Kampfberichte vor Remarque. Also die Frage, ist dieses Beschäftigen mit dem Krieg auch in einem Land so, also so groß gewesen, dass sich die Auflagen gerade bei den Italien vergleichen lassen wie in Deutschland, oder bei Deutschland dann wieder speziell, dass man als Verlierer mit dem Blick auf einen neuen Krieg vielleicht eher ein Referat hat, Kampfberichte nochmal zu lesen und an Schüler weiterzugeben?
also Babus zum Beispiel in Frankreich, das ist Le Feu, das hat auch Millionen Auflagen gehabt. Weil es natürlich auch darum ging, auch für die nachfolgenden Nicht-Kombatanten dieses Kriegserlebnis in irgendeiner Form, oder die Kriegserfahrung, nicht Kriegserlebnis ist so ein ideologisch verdorbener Begriff, sondern diese Kriegserfahrung dann auch nachzuvollziehen. Weil es betraf ja die ganzen Gesellschaften. Und wenn Sie beispielsweise bedenken, dass in der französischen Armee, das ist nur ein Beispiel, um Ihnen das zu verdeutlichen, jeder Soldat der französischen Armee in Verdun gewesen ist, weil das Prinzip war, die Soldaten da durch den Durchlauferhitzer sozusagen, wenn man das zynisch ausdrücken möchte, durchzuschicken, um so eine kollektive Kriegserfahrung zu schaffen. Weil darauf kann man sich dann nach dem Krieg, kann sich jeder Soldat darauf berufen, du warst in Verdun, ich war auch in Verdun. Das ist die Zielsetzung gewesen. Aber zutiefst zynisch, aber funktioniert. Deswegen ist Verdun so wichtig. Und in Großbritannien ist es die Somme gewesen, zum Beispiel. Die Somme ist der Somme und Flandern Teil davon. Oder in den USA, ja, natürlich, ja, die Leute wollten das lesen und wollten sich darüber diskutieren und ja, verarbeiten. Gut. Herzlichen Dank für die Erläuterung nochmal, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns den Remark und die Kriegsliteratur hergebracht haben. Ich will drei Bemerkungen machen. Erstens zu dem, was Sie gesagt haben, jeder Franzose war in Verdun. Das war auch dafür begründet, dass die nach 6 Wochen fertig waren und mussten zurücktransportieren. Es gibt breite Straßen, die breitesten Straßen, zu nach Verdun und zurück, die treffen sich da. Es gibt Bilder und Filmaufnahmen, wo sie sich treffen in Verdun. Das zweite war, was ist mit dem Kaiser? Das war ja Fahnenflucht, den hätte man umbringen müssen. Es gab am Ende des Weltkrieges Planspiele, nicht der oberen, sondern der etwas niederen Chargen, die geplant haben, was machen wir mit Wilhelm, mit dem kriegen wir keinen Frieden. Dann kommt man auf die Idee, na, Wilhelm ist ja der oberste Kriegsherr, der muss ja auch mal an die Front. Wenn wir den in eine bestimmte Position bringen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er dann nicht mehr zurückkommt. Das hat man natürlich nicht gemacht, sondern er ist dann nach Frankreich gegangen. Nach Holland gegangen. Ein letztes, was ich jetzt gelernt habe, nochmal, was Sie gehört haben, der Flüchtling darf nicht mehr zurück nach Deutschland. Also wir haben anscheinend schon immer Probleme mit Flüchtlingen gehabt, auch wenn sie aus Deutschland gekommen sind und eine andere Staatsbürgerschaft haben. Also in diesem Sinne sage ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie da gewesen sind. Es tut mir wahnsinnig leid, dass wir Sie nicht jetzt zu den üblicherweise immer wieder Gesprächen in die Backstube einladen können, weil uns das Corona verbietet. Sonst würden wir da noch ein paar Worte mit Ihnen wechseln können oder Fragen stellen. Sie können sicherlich jetzt auch noch im Anschluss Fragen hier stellen. Ein bisschen wird Herr Schneider noch da sein, bevor er dann die Heiligen dann verlässt. Und wie Sie es auch machen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da gewesen sind. Unser nächster Vortrag ist dann, wann ist der nächste Vortrag? 18. November. Dankeschön. Am 18. November kommt dann der Intendant des Theaters und Orchesters der Stadt Heidelberg, Schulz, hierher und wird uns etwas über Bernd Brecht erzählen, nämlich um die Dreigroschenoper. Und mit dem Lied von Mackie Messer entlasse ich Sie jetzt in die Heidelberger Nacht und ich danke Ihnen, dass Sie da gewesen sind und kommen Sie bald wieder. Und damit Sie auch noch ein bisschen Lektüre für den weiten Weg nach Osnabrück haben, gibt es ein kleines Büchlein, das Experiment Weimar. Das ist der Lohn des Vortragenden. Da kriegt ein kleines Büchlein. Sie können das auch erwerben, ist nicht so teuer vorne. Das ist der Werbeblock und damit sage ich Tschüss.